Herzlich willkommen zur Statistik Grundlagen Kapitel 13.2 Rangsummentest für Ordinaldaten. In diesem Video berechnen wir die Rangsummen und die durchschnittlichen Rangsummen. Nochmal zu unserem Beispiel. Wir haben gehört, dass in Bochum ganz viel Burger gegessen werden und um jetzt das Potenzial für unsere Burgerfilialen in Bochum zu testen, machen wir jetzt einen Vergleich und zwar wollen wir wissen, wo werden mehr Burger gegessen, in Bochum oder in Stuttgart. Unser Fragebogen sieht wie folgt aus: Wie oft essen Sie durchschnittlich Burger? Und die Personen haben angekreuzt nie, selten, einmal im Monat, einmal pro Woche oder oft, also mehrmals pro Woche. Das sind die Antwortoptionen. Wir haben gesagt, das ist eine Ordinalskala im letzten Video. Und wir haben jetzt diese Daten vorliegen. Und zwar, wir haben jetzt im Beispiel mal nur sehr kleine Stichproben. Für Stuttgart n gleich 6 Personen und für Bochum n gleich 5. Also Sie sehen schon, die Stichproben sind unterschiedlich groß. Das ist das Schöne auch bei diesem Rangsummentest, die können auch unterschiedlich groß sein, das ist an sich kein Problem. Die Stichproben sollten in der Realität ein bisschen größer sein, um zuverlässig einen Z-Wert berechnen zu können und damit auch einen P-Wert am Ende, sollten die Stichproben so ca. 20 Personen umfassen. Da gibt es durchaus Uneinigkeit in der statistischen Community, aber wenn Sie so den Mittelwert nehmen, dann kommen Sie so auf ungefähr 20 pro Gruppe. Das wäre eine ganz gute Stichprobengröße und alles, was da drüber liegt, ist natürlich besser. So, wie liegen die Daten jetzt vor? Wir haben jetzt keine metrischen Daten, wir haben ordinale Daten, die sehen aus wie folgt. Ich habe Ihnen jetzt mal die Daten hier mitgebracht, ich zoome ein bisschen raus, dass Sie die komplett sehen können. Also wir haben die Stichprobe für Bochum und die Stichprobe für Stuttgart und wir haben jeweils die Daten in einer Tabelle vorliegen, die dann aussieht. Die ist natürlich für Stuttgart ein bisschen länger, die haben 6 Einträge. Einer hat gesagt, er geht selten. Also das wäre die Möglichkeit seltener als einmal im Monat. Nie wäre die erste Antwortmöglichkeit, monatlich wäre circa einmal im Monat, wöchentlich und oft wäre mehrmals pro Woche. Genau, also wir haben einen in Stuttgart selten, einen nie, einen monatlich, einen öfter, also mehrmals die Woche, einmal wöchentlich und einmal selten. Und in Bochum einen, der sagt nie, einen, der sagt monatlich, einen, der sagt selten, einen, der sagt wöchentlich und einen, der sagt monatlich. Ja, wie gesagt, normalerweise hätten Sie ein bisschen mehr Daten, der Einfachheit halber mal nur mit 6 bzw. 5 Daten jetzt. So, wie geht man vor? Der erste Schritt, Punkt 1 in diesem ganzen Verfahren, ist auch für die Berechnung der Rangsummen. Erster Schritt ist, wir werfen die Daten in einen Topf. Das klingt erstmal überraschend, ist aber so. Das heißt, wir nehmen die Daten zusammen in einen Topf. Das hier ist der Topf. Ja, was machen wir mit diesem Topf? Wie sieht er denn aus? Na, da stehen alle Daten drin. Wichtig ist jetzt, Schritt 2, wir sortieren im Topf. Das heißt, wir sortieren aufsteigend oder absteigend. Wie rum Sie das machen, spielt keine Rolle. Sie sollten sich aber merken, wie rum Sie es gemacht haben, weil nachher die Ränge auch in diese Richtung gebildet werden und Sie nachher entscheiden müssen, was ist jetzt sozusagen, was bedeutet viel Burger? Ist das ein hoher Rang oder niedriger Rang? Und das hängt jetzt davon ab, wie rum Sie es einsortieren. Ich mache es jetzt mal aufsteigend. Wie gesagt, man könnte es auch absteigend machen. Aufsteigend bedeutet, ich fange mit den zwei niedrigsten an. Ich habe einmal nie hier und ich habe einmal nie hier. Das heißt, ich habe hier unten zweimal nie. Die ziehe ich hier runter. Ja. So, dann habe ich monatlich hier oben selten, Entschuldigung, da komme ich auf monatlich selten. Mache ich mal als zweite Möglichkeit, das kommt nach nie, wenn ich es aufsteigen mache. Also aufsteigen heißt entlang dieser ordinalen Reihenfolge. Na, so wie die hier angeordnet sind. Aufsteigen, man könnte es auch andersrum machen. Also nächste Kategorie wäre selten. Selten habe ich einmal hier drüben, das stimmt gar nicht. Ich habe es zweimal hier drüben und einmal hier drüben. Das heißt, ich habe dreimal selten. Und so weiter. Ich habe dreimal monatlich, zweimal links, einmal rechts und zweimal wöchentlich, einmal links, einmal rechts und einmal oft, nämlich nur links. So, und das kommt jetzt hier raus. Das ist meine sortierte Gesamtliste, wo ich jetzt alles in einen Topf geworfen habe, sozusagen. Und hier bilde ich jetzt Ränge. Wie funktioniert das? Nun, ich könnte die einfach aufsteigen bilden. Ne? Erstens, zweitens, drittens, ich mache es einfach mal, viertens, fünftens, sechstens, siebtens, achtens, neuntens, zehntens, elftens. So, das könnte ich machen, aber Sie sehen schon, das macht eigentlich ja keinen Sinn, weil warum sollte diese Ausprägung siebtens einen anderen Rang bekommen wie diese? Sechstens, beides ist monatlich, also dasselbe. Das heißt, dieselben Ausprägungen sollten auch denselben Rang bekommen. Und deswegen muss ich jetzt, und das ist jetzt, vielleicht war das ja der dritte Schritt, Ränge vergeben, wenn man das so machen will. Aber der vierte Schritt ist dann, die verbundenen Ränge bilden.
verbundenen Ränge. Also dritter Schritt, einfach die einfache Ränge. Kann man auch überspringen, wenn man das ein paar Mal gemacht hat und kann direkt mit dem nächsten Schritt weitermachen. Die verbundenen Ränge. Verbundene Ränge heißt, dasselbe Ausprägung auch denselben Rang bekommen. Das heißt, ich fasse diese beiden zu einem Rang zusammen, ich fasse diese drei zu einem Rang zusammen, diese drei, diese zwei und das bleibt bei einem Rang. Ups. So, den einen Rang, der ist relativ einfach festzulegen. Dieser eine Rang, den kann ich schon festlegen, der ist 11, der bleibt 11. So, für die anderen muss ich jetzt verbundene Ränge festlegen. Die verbundenen Ränge mache ich einfach, indem ich den Mittelwert bilde. Also erster und zweiter Rang, der Mittelwert ist der 1,5. Rang sozusagen. 3, 4 und 5, der Mittelwert, wenn ich den berechnen würde, kann ich 3 plus 4 plus 5 durch die Anzahl, also durch 3, komme ich auf 4. Na, also der Mittelwert von den drei Zahlen 3, 4 und 5 ist 4. Und das wäre mein Rang. Also wenn ich Rang noch mit einem Punkt machen will, kann ich auch den Punkt dahinter machen. 6, 7, 8, verbundener Rang wäre die 7. 9 und 10, verbundener Rang wären 9,5. Also 9 plus 10, 19 durch 2 gibt 9,5. So, das sind jetzt meine Ränge und die stehen eigentlich auch nicht so, wie ich sie hier eingezeichnet habe, sondern ich müsste das jetzt korrekterweise natürlich für jeden Wert eintragen. Also die haben 1,5. Die selten haben alle den Rang 4. Die wöchentlich haben alle den Rang 7. Und hier unten, last but not least, steht jetzt zweimal 9,5. 9,5 als Rang. So. Und das war jetzt der vierte Schritt. Der fünfte folgt zugleich. Der fünfte Schritt ist jetzt, das wieder nach oben mitzunehmen. Also wir spielen das jetzt wieder zurück und tragen hier oben die nun errechneten Ränge ein. Das ist mein fünfter Schritt. Also ich gehe jetzt wieder hier hoch. Ich mache vielleicht mal meine bunten Markierungen hier weg, sonst wird es wirklich sehr verwirrend. Und schreibe jetzt einfach jeweils daneben, was für einen Rang ich habe. Nie, ich fange jetzt mal rechts an, das ist vollkommen egal, hat den Rang 1,5. Selten hat den Rang 4. Monatlich hat den Rang 7. Wöchentlich, muss ich ein bisschen runterscrollen, hat den Rang 9,5. Und wir haben nochmal monatlich, das hatte ja den Rang 7. Dann kann ich hier drüben die Ränge bilden. Da kann ich jetzt abschauen. Selten ist der Rang 4, nie der Rang 1,5. Monatlich ist der Rang 7. Oft habe ich jetzt gar nicht. Kann ich nochmal runterschauen bei 11. Also hier habe ich einen Rang 11. Dann habe ich wöchentlich den Rang 9,5 und selten den Rang 4. Und im nächsten Schritt bilde ich nun einfach die Summen hier raus. Und dann komme ich jetzt hier rechts auf eine Summe von 29, sind einfach die Werte über dem Strich zusammengezählt und links auf den Wert von 37. So, und jetzt sehe ich relativ deutlich, dass meine Stichprobe, und jetzt gehe ich mal wieder hoch, dass Stuttgart eine höhere Rangsumme hat als Bochum. Wir haben aber an der Sache jetzt noch einen Haken, nämlich wir haben ja unterschiedlich viele Personen. Wir haben in Stuttgart mehr Personen befragt als in Bochum. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass in Stuttgart natürlich auch eine höhere Rangsumme rauskommt, weil ich einfach eine Person mehr habe. Das heißt, um die Rangsummen wirklich vergleichen zu können, müssen wir jetzt die durchschnittlichen Rangsummen bilden. Das wäre praktisch der nächste und auch letzte Schritt für die Rangsummenberechnung. Ich schreibe mal das als Nebenrechnung hin. Sechster Schritt, die durchschnittliche Rangsumme. Wie mache ich das? Es ist denkbar einfach, ich teile durch die Stichprobengröße. Das heißt, für Stuttgart habe ich 37 durch 6 Personen, also 6,166 Periode, 6,17 wäre meine durchschnittliche Rangsumme. Und dasselbe mache ich für Bochum. Da habe ich 29 durch 5. 5 Personen wurden befragt. Das heißt, der durchschnittliche Rang ist 5,8. Das sind meine durchschnittlichen Ränge, 5,8 für Bochum. Und 6,17 für die Stadt Stuttgart. Und nun kann ich sagen, der durchschnittliche Rang in Stuttgart ist höher als in Bochum. Das heißt, in Stuttgart werden ein bisschen mehr, zumindest Burger, gegessen. Warum kann ich das jetzt so rum interpretieren? Das hängt einfach davon ab, also was bedeuten hohe Ränge oder niedrige Ränge? Das hängt einfach davon ab, wie rum Sie den zweiten Schritt gemacht haben. Das heißt, ob Sie aufsteigend oder absteigend sortiert haben. Ich habe jetzt hier aufsteigend sortiert. Das heißt, bei mir heißt hoher Rang häufigerer Burgerkonsum. Und dementsprechend bedeutet auch ein höherer
durchschnittlicher Rang einen höheren durchschnittlichen Burgerkonsum. Und deswegen kann ich jetzt sagen, dass in Stuttgart etwas mehr Burger gegessen werden als in Bochum. Aber man sieht, der Unterschied ist nicht besonders groß. Und jetzt die Frage, kann das Zufall sein? Also kann das nur ein Zufallseffekt sein? Oder habe ich hier wirklich einen statistisch signifikanten Unterschied im Burgerkonsum zwischen Stuttgart und Bochum? Und das werden wir jetzt in den nächsten Videos errechnen.